Jetzt stehen die Bürger in Bayern und vor allem generell die ganzen Gemeinden endgültig gegen einen Markus Söder und gegen diese gesamte Ampelpolitik auf, denn sie haben genug davon. Denn in diesem Dorf, wo die ganzen Bürger wohnen, man kann schon sagen, diese kleine Stadt mit 4000 Einwohnern, ja, diese Gemeinde soll nun 500 Flüchtlinge untergebracht werden, ja, und die toben natürlich für Wut, weil das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man hat nur 4000 Einwohner und dann sollen plötzlich 500 Flüchtlinge oben drauf kommen, ja. Wo sollen die wohnen? Was soll denn da passieren? Am Ende des Tages, die CDU oder besser gesagt in Bayern, die CSU, sagt, sie macht eine ganz andere Politik wie die Ampel, ja. Sie steht an der Seite der Bürger. In Wirklichkeit setzen sie es genauso um. In Wirklichkeit tun sie genauso die ganzen Gemeinden mit diesen ganzen Flüchtlingsdörfern, mit diesen ganzen Heimen und so weiter, tun sie die da genauso unterbringen, ja. Und davon haben die Bürger endgültig genug und stehen jetzt auch endlich auf. Die Welt hat hierzu schon geschrieben, vor dem Tagungsort der Landräte im bayerischen Seeon protestierten Bürger gegen geplante Flüchtlingsunterkünfte in ihren Gemeinden, unter anderem in Rot am Inn. In dem 4000 Einwohnerdorf in Bayern soll ein Heim für 506 Migranten entstehen. Damit würde diese mehr als 10% der Einwohner bilden. Und die Bürger, die toben auch wirklich vor Wut. Und wir werden uns gleich anschauen, was auf den Plakaten steht. Denn Herr Söder hat die Macht, das Ganze zu beenden. Macht er's? Nein! Sogar noch viel schlimmer. Man sieht und hört nichts von ihm in dieser wirklich schockierenden Zeit, vor allem für die Bürger. Weil das muss man sich mal vorstellen. Plötzlich kommen 10% mehr, 10% mehr Leute. Und ich sage nicht Bürger, weil das sind ja Leute, das sind ja Flüchtlinge. Die wissen ja auch nicht, wie man sich da entsprechend integriert und so weiter, plötzlich rein. Das ist wirklich eine Hiobsbotschaft, ja. Und die Bürger, die sagen das auch hier von weltweiter, Herr Söder, Sie haben die Macht, das zu beenden, steht auf einem Plakat der Bürgerinitiative Rot rotiert. Und Bürger haben immer noch Angst. Es seien zu viele Migranten für den kleinen Ort, kritisierte Heike Bachert von der Bürgerinitiative, berichtet der Bayerische Rundfunk. Die Migranten sollen in einer früheren Produktionshalle leben. Kein Ort für eine menschenwürdige Unterbringung, sagt Bachert. Es gehe der Initiative darum, die Migranten gerechter zu verteilen. Die Kritik richten sie direkt an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der habe vor gut einem halben Jahr versprochen, dass die Unterkunft in Rot am Inn nicht kommen werde. Und jetzt rechnen wir noch mal ein Jahr zurück. Was war zu diesem Zeitpunkt ungefähr vor einem Jahr? Die Landtagswahlen in Bayern. Ja, wo die CSU wirklich um die Mehrheit gekämpft hat, dass sie gerade noch so kriegen, zusammen mit den Freien Wählern und dass sie nicht auf die AfD angewiesen sind. Die Bürger haben weiterhin die CSU gewählt. Die CSU wurde mit Abstand stärkste Kraft, 40% ungefähr. Also, und jetzt haben die Bürger genug davon. Jetzt stehen sie auf. Ja, die Bürger lassen sich halt einfach zu oft täuschen, ob es jetzt von der CSU ist oder von der Ampel. Und Markus Söder hat die Macht, es zu beenden. Macht er es? Nein, er macht es nicht. Er reiht sich in die Tradition der Grünen und Linken aus Berlin ein. Und diese ganzen Gesetze, diese ganzen, ja, Äußerungen, also ich meine, es geht ja auch darum, die Bürger haben Angst davon. Die Bürger fragen sich natürlich auch in Bayern. Ich meine, Bayern ist das stärkste Land aus ganz Deutschland, das ist das stärkste Bundesland, brauchen wir nicht groß drum herum reden. Bayern hat das beste Bruttoinlandsprodukt. Und Bayern hat auch von den Werten generell vom Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, sogar auch besser wie Baden-Württemberg, den stärksten Wert. Also sollte man doch dann auch vielleicht mal uns da entsprechend, die Bayern da einfach anders behandeln und vielleicht auch mal die Leute da nach Berlin bringen, weil die wollen ja das auch so. Also das muss man nochmal mitbedenken und man zeigt dadurch auch mal ganz klar nochmal von der CSU, man kann sich auf die CSU nicht verlassen. Die CSU ist keine Partei, die konsequent an ihrem Kurs festhält. Ich meine, die Bürger, die stehen jetzt auf. Was passiert denn groß? Seitdem man hat nichts mehr davon gehört. Die tagen da, die tagen die ganze Zeit, die Politiker, die reden und so weiter. Aber das, was die Bürger wollen, das wird natürlich am Ende nicht umgesetzt. Und das ist vor allem für die Bürger schade, die diese Politik nicht gewählt haben, sondern die eine ganz andere Politik gewählt haben. Denn die müssen, wohl oder übel, am Ende des Tages auch unter der Politik von Markus Söder leiden.